Greift mich einfach so ein Zombie von hinten an. Ja. Small. So, jetzt haben wir hier einmal ringsrum alles ausgebuddelt und jetzt können wir uns hier Stück für Stück durchwuseln, bis das Inventar voll ist, was eigentlich bald der Fall sein dürfte. Ah, diese Kack-Zombie-Viecher hier, Wasserleichen, ey. Übertreibt doch einfach Minecraft, übertreibt doch einfach. Ich finde halt, mit dieser Methode geht das Farmen statt so von so Sachen wie Sand oder Kies halt eigentlich extrem schnell. Und man hat nicht so viel Verschleiß an Schaufeln. In dem Fall eigentlich so gut wie gar keinen eben. Und ja, man muss halt nicht jeden Block mühselig von Hand selbst abtragen, sondern ja, die Schwerkraft in Minecraft macht eigentlich alles von alleine. Meistens.
Na, alles klar. So, was haben wir denn hier noch für Kladderadatsch? Ist ernsthaft wieder aufgenommen, kaum zu fassen. Jo, ich glaube, wir sind dann ziemlich voll. Ein Stack kriegen wir noch. Und dann geht's wieder Richtung Heimat. Ich kann halt mal wieder herkommen, um weiteren Sand abzubauen. Das Hühnchen verfolgt mich hier schon wieder, so ein Agrohuhn.
Na, scheiße. So, jetzt sind wir aber wirklich voll. Wir haben einige Stacks an Sand abgegrast. Da ist schon wieder so ein Enderman. Das ist so gut. Kann ich das mal so provisorisch da reinpacken? Okay, was passiert jetzt? Das, ja, einfach mal abwarten. Hab keine Ahnung. Eisenklumpen. Aha, interessant. Dann. Ja, ne? Das lassen wir mal hier in der Hoffnung, dass ich das jemals wiederfinde. Und dann gehen wir mal einfach in Sellerweg wieder Richtung Heimat und hoffen, dass wir nicht tagelang unterwegs sind. Da haben wir auch so einen schönen O-Berg, aus dem man eventuell mal was machen könnte. Ey, diese Berge immer. Ich nehme mir immer so viel vor und schaffe nichts und dann höre ich auf, Minecraft zu spielen. Ja, ne? Hoffen wir, dass diesmal nicht so passiert. Dafür müsst ihr mich aber richtig unterstützen, Leute. Und mich anfeuern. Bei Laune halten. Go, Popa. Hallo Buggy Welt. Aha, ja. Yay, Wasserrutsche. Yay. Freizeitpark-Erlebnis. Was sind das für Monster? Weiß nicht. Grau. Brutal. Möglich. Irgendwann bin ich gleich im Arsch. Nicht das Sterben. Ich komme, aber ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig bin. Und ich weiß ja nicht mal, wo du hockst. In meinem Haus. Eingesperrt.
Muss ja erstmal warten, bis die Welt loadet, weil ich habe hier gerade so Ultra X-Ray Cheat Mod.